Heute in den SHK News. Bundesministerium weist auf begrenzte Verfügbarkeit von Wasserstoff hin. Und Energie im Stromnetz stammt zu 55% aus erneuerbaren Energien. Außerdem Förderung für Heizungen auch rückwirkend möglich. Und damit herzlich willkommen zu den SHK Info News heute am Dienstag, dem 16. Januar 2024. Wir kommen direkt zu unserem ersten Beitrag. Es geht um die begrenzte Verfügbarkeit von Wasserstoff. Klimaneutral hergestellter Wasserstoff ist bisher nur sehr begrenzt verfügbar und noch sehr teuer. Ob Wasserstoff auch künftig ein rares Gut sein wird oder durch Massenproduktion und Kostenreduktion für alle erschwinglich wird, ist eine kontrovers diskutierte Frage. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz weist darauf hin, dass zwar im Zuge der fortschreitenden Energiewende die Wasserstoffproduktion ausgeweitet und das Angebot steigen wird, allerdings muss für die Herstellung von Wasserstoff viel Energie aufgewendet werden, von der ein großer Teil bei der Rückumwandlung in Strom oder Wärme verloren geht. Gleichzeitig stehen Gebäudeeigentümer und Gebäudeeigentümerinnen in Konkurrenz mit der Industrie und dem Schwerlastverkehr, die ebenso Wasserstoff und biogenen Brennstoff benötigen. Knappes Angebot und hohe Nachfrage führen in der Regel zu dauerhaft hohen Preisen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Beitrag in unseren heutigen News. Es geht um den erneuerbaren Strom in unserem Stromnetz. Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms an der Netzlast lag im vergangenen Jahr 2023 bei 55% und ist damit 6,5% höher als im Vorjahr. Dieser Wert ist ein historischer Meilenstein. Den größten Beitrag dazu leisteten Windkraftanlagen, vor allem an Land. On- und Offshore-Anlagen kamen gemeinsam auf einen Anteil von 31,1%. Weitere Kennzahlen und Erläuterungen zum Strommarkt im Jahr 2023 sind im Jahresrückblick auf der Strommarktdatenplattform der Bundesnetzagentur smart.de zu finden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck teilte dazu in einem Video mit, dass die Perspektive auch in den nächsten Jahren sehr gut aussieht, diesen Anteil weiter zu erhöhen. Vor allem nannte er die Ausbauzahlen der Solar- und Windkraftanlagen als treibende Kraft. Aber auch der Netzausbau schreitet endlich voran. Den Videobeitrag verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Und somit kommen wir zu unserem dritten Beitrag der heutigen News. Es geht um einen Falschbeitrag in der Zeitung Die Welt. In einem Bericht zum Thema Heizungsförderung vom 10.01.2024 in der Zeitung Welt des Axel Springer Verlags hieß es, dass die Förderung mit dem Heizungsgesetz kollidiert und defekt gegangene Heizungen, die zum Beispiel aufgrund von Hochwasser kaputt gegangen sind, keine Möglichkeit mehr haben, eine Förderung zu erhalten. Den Bericht verlinken wir euch auch hier in der Videobeschreibung und hier jetzt unsere Klarstellung zum Inhalt des Pressetextes. Es ist zwar grundlegend richtig, dass Förderanträge für Heizsysteme voraussichtlich erst ab dem 27. Februar 2024 bei der KfW gestellt werden können und danach das Antragsverfahren einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Die Welt schrieb in dem Presseartikel allerdings, dass man zunächst auf einen Förderbescheid warten muss, bevor mit dem Heizungsprojekt begonnen werden kann. Und es wurde dabei dann darauf hingewiesen, dass dies in einer Notsituation, wie zum Beispiel bei einem Hochwasserschaden, gar nicht möglich sei, weil man ja sofort eine Anlage tauschen müsste und somit hätte man keinen Zugriff auf die Fördergelder. Das stimmt allerdings so nicht. Fakt ist allerdings, dass es eine Ausnahmeregelung gibt. Bedeutet, Heizungsanlagen können jetzt sofort eingebaut werden und die Förderung darf ausnahmsweise auch nachträglich für dieses System beantragt werden. Diese Ausnahme ist bis Oktober 2024 befristet. Das waren heute unsere SHK Info News. Ich hoffe, ihr habt ein paar Neuigkeiten hier erfahren. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr jeden Dienstag um 19 Uhr hier ein Update haben wollt zu den News aus der SHK-Branche. Und sollten wir mal wichtige Fakten oder News verpasst haben und ihr möchtet sie hier mitteilen, dann schickt uns gerne einen Hinweis an news@shk-info.de. Vielen Dank und bis dann.